Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial auf diesem Kanal Gaming Cyclone LP. Ja, heute machen wir mal zeige ich euch mal, wie ich mein Intro zugemacht habe. Ja, hier ist also das Intro, also die ganzen Files, und so wird das dann, wenn ihr es genauso macht, wie ich es mache, so wird das dann bei euch auch aussehen. Ja, dann zeige ich euch mal einfach mein Intro. Das habe ich jetzt noch nicht hochgeladen. Das ist die überarbeitete Version. Die ist nur bei den Let's Plays, aber einzeln hochgeladen ist sie noch nicht. Bei meinen Let's Plays ist die alte. Ja, da seht ihr dann noch eine. Am Anfang seht ihr unten ein Feuer und eine Rauchwolke. Die Rauchwolke ist mit einem Rauchwolken-Video gemacht worden. Aber dazu kommen wir ja später noch. Jetzt werde ich euch nur mal die Grundlagen dann zeigen. Verfeinern tun wir es nachher. Das Feuer unten ist ganz normal mit Phenoma gemacht worden. Effekte, Zusatzeffekte, Phenomena, ja. Muss halt anklicken. Mit Feuer und unten halt. Ja. Das ist ganz normal so gemacht worden. Dann fliegt die Rauchwolke da durch. Die Rauchwolke, das Stichwort in diesen Videos wird jetzt sein, das hier. Mal. Chroma Key. Video Level. Und Keyframe Animation. Wir werden da, ich weiß das jetzt auch nicht alles so hundertprozentig auswendig, deshalb kann es manchmal vorkommen, dass ich dann noch bei meinen da hier nachschauen muss. Und ja, da fliegt halt, also das ist das Render-Video. Ist eigentlich von Camtasia, aber man kann sie auch verwenden. Dann fliegt da die Rauchwolke durch, das unten, dann kreist hier dieser mein Titel. Das ist das ganz normale Video. Jetzt ist wieder ein Video-Level dran. Da ist das Partikel-Video hinten im halben Video-Level. Es verändert sich die Farben. Das macht man mit der Keyframe-Animation. Und dann ist da die Explosion. Ja, das ist ein Sony Vegas-Video. Und da fliegen dann meine Buchstaben so aus dem Bildschirm heraus. Boom. Ja, das alles werde ich euch zeigen, wie ihr das so gut hinkriegt. Ja, es ist jetzt nicht ein perfektes Video, aber für mein erstes Tutorial reicht das. Ja, das sind, jetzt fangen wir ganz von vorne an. Also als erstes braucht ihr natürlich das Render-Video, das Partikel-Video, Blockbuster müsst ihr nicht hernehmen, das habe ich einfach von Magix aus den Filmvorlagen rauskopiert. Und dann ist egal, nehmt einfach irgendeine Melodie. Render, Partikelvideo und die Explosion. Ja, wir müssen mit der Explosion anfangen, weil das ist der blöde Teil. Anpassen. Ja. Was ist da? Nein, wartet mal, Leute. Irgendwie so klein geworden. Tipp mal, Explosion nicht anpassen. Was passiert dann? Ja, okay. Hier, das ist dieses Video. So, jetzt müssen wir, weil wir ja nicht unbedingt das am Anfang wollen, müssen wir jetzt erst Anfang wegschneiden, nur dass wir mal die Explosion haben. Nur was euch jetzt mal vielleicht aufgefallen sein sollte, also aufgefallen sein könnte, ist, dass dieses Video hier, die Explosion, zu klein ist. Ihr nutzt nicht den ganzen Bildschirm aus und das sieht in einem Intro richtig, richtig schlecht aus. Deshalb müssen wir jetzt da mal auf Bewegungseffekte, Position und Größe, und dann müssen wir da Zoom einstellen. So, habt ihr das gezoomt? Das mache ich aber jetzt so, 1029. Nein, da können wir schon beibehalten. Proportion.
Ja, okay. Ihr wisst auf jeden Fall, das ist jetzt das Video. Kann man super sehen. Ja, dann könnt ihr natürlich, weil das ja auch blöd aussieht, müsst ihr noch bei den Farben was verändern. Zum Beispiel nehmen wir, ja, da ist halt die Keyframe-Leiste, aber das tut jetzt auch nicht zur Sache. Da wollen wir ja immer, dass es gleich bleibt. Nachher erkläre ich euch das Keyframe nochmal. Ja, das sieht allerdings jetzt ein bisschen zu blass aus, und dann geht ihr auf Autofarbe und dann ist das schon was anderes. Ja, genau. Jetzt wisst ihr, wie ihr das gemacht habt. Film entfernen. Das ist dann dieses... War jetzt ein bisschen laut, ja. Das müsst ihr halt dann halt einfach den Film, was ich euch da just gezeigt habe, wie ihr das mit dem Zoom macht, müsst ihr exportieren. Dann kriegt ihr normalerweise, ich habe jetzt Full Explosion genannt. Das ist jetzt das Video. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Das können wir eigentlich auch weiter tun hier. Ja, das sind jetzt wieder unsere Files. Und dann machen wir, was müssen wir jetzt machen? Ja, jetzt haben wir das Full Explosion Video und jetzt brauchen wir, jetzt müssen wir natürlich mal anfangen. Und jetzt drückt ihr einfach mal da auf nicht anpassen. Seht ihr das ganz normale Render-Video? Genau. Das dürfte jetzt, bis jetzt wird's, hoffe ich, dass es jeder verstanden hat. So, ich mache das vielleicht nicht so ganz einfach, aber wenn ihr das befolgt, wird es sicher bei euch auch so aussehen. Ja, und dann weiter tun wir mit den Partikeln. Ich finde es immer schön, wenn da am Anfang kommt, dass da dreht sich dieser Schriftzug. Und dann muss halt das Partikelvideo kommen. Das stelle ich einfach hier mal. So, jetzt wird ihr euch denken, das sieht ultra dumm aus jetzt, weil da der Übergang so, wollen wir nicht. Das wollen wir nicht und das lassen wir auch nicht so. Ja, dass ihr, da wäre dann der Übergang so ziemlich ruppig und das sieht einfach nur scheiße aus. Deshalb geht ihr auf Effekte, Chroma Key und schraubt das Video Level runter. So, jetzt kann man, könnt ihr das so sehen, das kann man auch, es ist kein wunderschöner Übergang, das wird dann nachher noch verfeinert, aber jetzt kann man noch hinten das sehen. Ihr solltet es vielleicht noch ein bisschen zurückstellen, so, nein, schon ein bisschen mehr, so vielleicht. Genau. Auf die Hälfte tun wir mal. Ja, jetzt sieht das aber trotzdem noch doof aus. So, dann machen wir jetzt hier mal. Habe ich da auch einen Cut gemacht? Ja, genau, das hört zur gleichen Zeit auf, habe ich hier gerade gesehen. Genau, dann cutten wir das hinten einfach mal weg. Tschuck. Und tschuck. Haben wir nur mal so das Video. Das könnt ihr euch mal ansehen. Sieht jetzt so aus. Da braucht ihr jetzt nicht unbedingt eine Premium-Version. Na doch, Premium-Version braucht ihr schon, wenn ihr das Feuer unten wollt, aber weil da braucht ihr Phänomene und das ist nur in der Premium-Version drin. Aber normalerweise geht es so auch. Ja, okay. Dann müsst ihr hier jetzt nochmal da ist das Partikelvideo. Und dann müsst ihr jetzt natürlich die Farbe ändern. Braucht ihr mal eine Grundfarbe, was ihr wollt. Ich nehme da jetzt mal ein schönes Blau. Autofarbe. Was nehme ich da so? Das finde ich zum Beispiel. Oder Orange. Oder nein, machen wir es ein bisschen anders. So sieht das, finde ich, ziemlich cool aus. Rotwert, könnt ihr einen Rotwert noch einstellen. Bisschen Blauwert. Ja, genau, ein bisschen Blauwert. Dann habt ihr da jetzt eigentlich schon so ein Video. Jetzt müsst ihr am Anfang
eine Keyframe setzen. Keyframes sind immer Sachen, zum, dass ihr das anders machen könnt. Also ihr setzt am Anfang eine Keyframe. Genau, da wurde er gesetzt. Und dann geht ihr zum Beispiel hier hin. Und ihr wollt jetzt, dass das jetzt grün wird. Nehmt ihr das wieder, zieht es auf grün. Nochmal eine Keyframe setzen. Was ist denn da jetzt gewesen? Nein, sorry, das war jetzt mit dem Blauwert. Sorry, das war jetzt ein Kack, was ich euch hier erzählt habe. Nein, gehen wir nochmal zurück, so ganz. Ja, genau, wo alles auf 50 steht. Dann nehmt ihr, klickt das an. Okay, ihr habt dann eine Farbe ausgewählt. Ja, jetzt geht's. Wieso ist denn das zuerst nicht gegangen? Sicher wieder so ein blöder Magic Bug. Setzen wir einen Keyframe. Dann hier wollen wir, dass das Ganze grün wird. Anklicken. Wird das grün. Dann hier wollen wir, dass es orange wird. Hier wollen wir, dass es wieder blau wird. Nein, lila vielleicht auch noch so mal kurz drin. Und dann, dass es hier wieder blau wird. Es schaut nicht ganz gleich aus wie bei mir, muss es auch nicht aussehen. Es ist hier mal so. Ja, es wird das erste, die Grundlagenvideo kommen und dann noch ein verfeiner Video, mehr oder weniger. Ja, gut, jetzt haben wir das mal so mit den Farben gut hingekriegt. Hat zwar etwas lang gedauert, aber okay. Dann gehen wir daher. Und wir wollen jetzt hier die Explosion haben. Aber... wartet mal. Nein, da gehe ich lieber in die Timeline mal kurz. Was, wie habe ich das da gemacht? Die Explosion beim Render hinten dran. Okay. Ist bei mir auch so. Die Explosion beim Render hinten dran. Gut, da sollt ihr jetzt mal ein bisschen, dass ihr, da habt ihr jetzt, nein? Stimmt ja. Da habt ihr am Anfang, haben wir ja dieses Explosionsvideo gemacht, das ist dann wieder natürlich Full Explosion. Müsst ihr halt euch halt selbst erstellen. Ist aber nicht schwer, hab ich euch eh zuerst gezeigt. Ihr müsst einfach nur zoomen und eine andere Farbe auswählen. Aber sonst, wenn ihr es nicht mehr wisst, spult einfach wieder mal zurück. Gut. Da braucht ihr jetzt das. Sieht ihr mal das so. Schaut das mal halbwegs gut aus. So. Die Explosion. Ja, okay. Wir wollen allerdings nicht, dass das so lang wird. Aber trotzdem, dass der Klang von der Explosion trotzdem noch ganz weit. So, jetzt mache ich wieder das Video ganz lang. War zuerst von mir ein Fehler. Ja, da ist jetzt der Klang. Dann geht ihr da Datei, bearbeiten, Assistenten, dann Gruppe auflösen, genau. Wenn ihr auf Gruppe auflösen gedrückt habt, dann habt ihr unten die Audiodatei und oben die Explosion selbst. So, da könnt ihr das hier auch mal kaufen. So mal, dann sieht das mal so aus. Allerdings ist das zu laut.
Und da machen wir ein bisschen Wellformlinie. Immer noch zu laut. Wenn euch der Effekt nicht gefällt, dann geht ihr da auf Effekte. Also die, der Klang nicht gefällt, auf Audio-Effekte und dann klickt ihr das halt an allgemein und da könnt ihr dann zum Beispiel noch was verändern, wenn ihr wollt. Oder allgemein hier. Aber das wollen wir nicht. Wir lassen das hier im Originalzustand. Ja, jetzt kommt der Titel. Eigentlich auch keine schwere Aufgabe. Der Titel sollte hier, wenn der Kreis fertig ist, sofort reinkommen. Und deshalb drücke ich hier auf Titel. 3D. Beleuchtung. Diesen hier. Leuchtschrift 3. Ziehe ich mir einfach wieder in die Timeline herein. Auch mal cutten hier. So. Das auch weg hier. Brauchen wir auch nicht mehr. Möchte ich allerdings nicht machen. Geht auf Effekte. Und dann hier Position und Größe. Müsst ihr das natürlich am Anfang mal anpassen, so ungefähr, sorry, so ungefähr so, dass halt der Schriftzug reinpasst. Aber jetzt müssen wir natürlich noch die Schriftart ändern, also die Tutorial nenne ich mal das. Tutorial. Und dass der sich jetzt innen so bewegt, auch eine ganz, ganz einfache Sache. Hier lädt das so, dann kommt Tutorial herein, dann geht der wieder auf Rotation, dann habt ihr hier so einen Kreisel an den Anfang, geht der wieder so her, Keyframe schließen, ein bisschen weiter nach vor und da dreht ihr jetzt, ist sich jetzt schon auf die Hälfte, so ungefähr, na ich habe es jetzt schlecht positioniert. Seht ihr schon, dass sich da was schon dreht. Dann hier, den da wieder nach oben und da wieder hier nach unten und dann da wieder her und wieder ein bisschen weiter, weil da haben wir so einen großen Abstand. Wieder nach unten. Und ja, dann fangen sie dann und da machen wir es ein bisschen kleiner, also dass es sich das langsamer dreht. Machen wir noch eine Runde. Und da lassen wir den Schuh sich nach oben drehen. Und da ist jetzt dann noch, nein, Schluss machen wir es nicht da, dann können wir noch ein bisschen rüber. Gut, jetzt könnt ihr hier sehen, dass sich der Titel wunderbar bewegt. Das gleiche könnt ihr auch mit Zoom machen, so reinschießen. Ich mach das jetzt aber mit so einer Bewegung. Geht so ein bisschen sogar zurück und wieder sofort. Finde ich ziemlich cool aussehen. Ihr könnt das aber auch so machen mit Position und Größe, dass es dann zum Beispiel der Titel immer größer wird, wenn zum Beispiel ein Musikschlag kommt. Das hat auch ein Freund von mir, der Kischel, der macht das so, hat auch dieses Video hier. Aber dass das dann bei diesen Schlägen, also Trommelschlägen zum Beispiel, dass das rauskommt. Ja, aber ich möchte das so in einem Drehum haben. Und da ist halt diese Explosion. Wollen wir mal sehen, wie das jetzt so aussieht. Kommt das Partikelvideo rein.
bis jetzt das Intro hier. Gut, haben wir noch irgendwas nicht verwendet? Ach ja, genau. Den Blockbuster noch rein. Macht ihr hier einfach auch einen. Könnt ihr da einen Cut machen. Setz so rum. Und anfangen ist ein bisschen steiler. So. Nein, 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 sorry, sorry. Ja, das war das falsche Lied, nämlich. Glaube ich. Aber da müsst ihr zuerst schauen, bei der Wellenförmlinie, wo das dann kommt. Genau. Da seht ihr es super. Da kommt jetzt dieser Schlag am Anfang, was ich immer als Titelmelodie drin habe. Ende. Ja genau, dann könnt ihr das jetzt mit Phänomena noch verfeinern, geht auf Effekte, Phänomena, könnt ihr euch da unten noch was anderes, Feuer, Saft unten, so reintun. Das ist ja das. So, ja. Jetzt muss ich noch dieses komische Rauchvideo raussuchen. Das habe ich jetzt noch nicht in diesem Ordner gespeichert. Und wir sehen uns. Ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt habe ich dieses Smoke-Intro auch rausgesucht, was ich bei mir drin habe. Ja, okay, tun wir das mal raus. Ja, da sind wir stehen geblieben. Ich habe dieses Smoke-Intro hier. Müsst ihr, das schreibe ich. Ich mache euch auf alle Fälle alles, wo ich das her habe, in die Infobox. Ja, jetzt dauert mir das aber zu lange. Ja, genau. Hier mache ich mal einen Cut. Jetzt dauert mir aber das Gesamte hier, ehrlich gesagt, zu lange. Und deshalb gehe ich hier auf Effekte. Geschwindigkeit. Und maximiere ein bisschen auf. Ich würde so stellen auf 2. Ja, so, dass das so 2 Sekunden ungefähr dauert. Ja, okay, dann könnt ihr euch das mal ansehen. Nein, nein, noch nicht. Genau, Chroma Key braucht ihr. Bisschen runterziehen. So. Und wir wollen natürlich auch wieder, dass das eine andere Farbe hat. Das machen wir jetzt im Giftraum. Nein, da brauchen wir keine Autofarbe. Brauchen wir ein bisschen grünlicher. Ja, genau. Hier haben wir halt das Giftgrün. Und ja, jetzt sehen wir uns das einfach mal an. Schaut doch mal an, wie das jetzt gut aussieht. Was ich auch noch zurückkommen möchte, ist, dass wir das noch löschen müssen, ne? Das müssen wir alles noch packen, dass das gut läuft. Könnt ihr das mal sehen? Ja, jetzt ist das Partikelvideo, dann kommt die Rauchwolke herein und unten ist Feuer. Ja, da dreht sich jetzt das Tutorial. Dann kommen die Partikel mit den unterschiedlichen Farben. Und dann kommt Boden. Ihr könnt das Feuer, wenn ihr wollt, dass das Feuer dann zum Schluss nicht mehr ist, hätten wir am Anfang da einen Schnitt machen müssen. Wenn ihr da wollt, dass das nicht mehr da ist, geht ihr einfach wieder auf Phänomena. Dann können wir zum Beispiel zurücksetzen, drücken. Nein, tun wir mal Nebel noch. Überall. Nicht zu stark. Zu
wir das auch theoretisch machen. Da kommt schon das Feuer und die grüne Rauchwolke und das Render-Video. Kommt Tutorial rein. Dann ist alles. Nein, das sieht nicht gut aus. Nein, das passt schon so. Machen wir ohne Nebel, dann fischt das da so vorbei. Wenn ihr halt das Feuer nicht wollt, hätten wir am Anfang da halt das verschneiden müssen, dass nur das befeuert ist. Könnte man so sagen. Ja, dann die Partikel und die Explosion mit der weiterführenden Tonspur. Dauert das Intro 8 Sekunden, ist perfekt. Und dann sage ich auch mal wieder Danke an die Leute, die mich abonniert haben, die mich bewerten. Und das größte Dankeschön an die Leute, die diese Sachen gemacht haben, wie das Partikelvideo, das Rauchwolkenvideo und das Explosionsvideo. Danke nochmal an die alle. Und dass ich die halt verwendet habe, muss man ein bisschen Werbung für die machen. Nein. Leider habe ich nicht so einen großen YouTube-Kanal, dass ich Werbung das bringen würde. Aber ja, das tut jetzt auch nichts zur Sache. Das Intro ist jetzt fertig erstellt. Müsst ihr nur noch auf oben auf Exportieren, MP4 und speichert ihnen euch dann dahin, wo ihr halt wollt. Aber ich glaube, so dumm ist keiner, dass man das nicht auf die Reihe bringen könnte.